herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Dogs Laufen. Ich zeige euch in meinen Videos verschiedene Trainingseinheiten, Übungen und Auslastungen für den Hund. Heute mit dem Thema Hufers. Viel Spaß dabei! Für die ersten Versuche bei Hufers braucht ihr eigentlich einen Napf oder irgendwas in der Richtung, es kann auch ein Deckel sein, irgendwas, was der Hund eindeutig sieht, ein Spielzeug, das der Hund mag oder besser gesagt Futter. Dann braucht ihr noch Obst für den Anfang, wenn ihr noch nicht so weit seid, reicht es auch, wenn ihr einfach drei Stück habt, mit dem könnt ihr schon richtig viel anfangen. Ganz jetzt am Anfang nehmen wir erstmal nur zwei. Und Akana zeige ich auch mal, wenn jemand noch nie was davon gehört hat oder mit seinem Hund je Hufers gemacht hat, wie man da anfangen kann. Dann starten wir mal. Okay. Ihr setzt euren Hund vor den ersten Huf. Den zweiten brauchen wir jetzt noch gar nicht. Nehmt die Futterschüssel, das Spielzeug räume ich hier mal auf. Das brauchen wir jetzt für den Anfang nicht. Und zeigt eurem Hund, also er soll beobachten, was ihr tut. Zeigt ihm, dass ihr Futter in den Futternapf tut. Dann stellt ihr euch so hin, dass der Hund wirklich auch durch den Hut ohne Probleme jetzt geht. Und überlegt euch jetzt das Wort, das ihr benutzen wollt, um den Hund immer durch den Hub durchzuschicken. Also ich habe jetzt beispielsweise Lauf genommen. Es ist auch möglich, Hub zu sagen oder Go oder was euch einfällt. Also ihr könnt jedes Wort verwenden, aber Lauf nur verwenden, wenn ihr es nicht im Alltag als Freizeichen benutzt. Das wäre dann ein bisschen ungeschickt. Das kann der Hund dann nicht verstehen, warum es dann dasselbe für zwei verschiedene Arten benutzt wird. Also verwendet am besten Go, finde ich ganz cool. Kann man auch schön hoch sagen und motivierend, und dann ist der Hund auch voll dabei. Also ich habe aber das damals noch nicht gewusst und habe nun mal Lauf genommen, verwendet es im Alltag jetzt auch nicht mehr, das Wort, und dann ist es auch in Ordnung. Dann guckt ihr euren Hund an. Ja. Gut. Super. Ja. Dann könnt ihr gleich das nächste. Also, ihr habt jetzt gesehen, wie man es machen soll. Einmal von links, einmal von rechts. Und immer so den Hund platzieren, am besten schön gerade vorm Huf, dass er eigentlich gar keine andere Chance hat, als durchzugehen durch den Huf, wenn ihr das Wort sagt. Ihr könnt am Anfang gern die Hand mit benutzen. Es gibt auch zwei Arten, wie man den Hund auch letztendlich im Finalen sozusagen bei Prüfungen oder bei Turnieren führen kann. Das ist einmal mit der Hand mit, also das machen viele, dass sie mit der Hand mitgehen. Ich habe es fast ohne Hand ihr beigebracht. Also überlegt euch halt, wie ihr es machen wollt. Also ihr könnt am Anfang immer die Hand erstmal mit benutzen, aber wenn ihr letztendlich ohne das machen möchtet, was ich auch erstmal empfehlen würde, dann lernt der Hund einfach mehr auf eure Körpersprache noch zu achten, also wie ihr euer Oberkörper bewegt, dann nimmt doch letztendlich dann lieber keine Hand mehr.
halt sehr oft wiederholen mit so einem Rückenhub schicken, weil dann am Anfang hat er natürlich keine Ahnung, was jetzt dieses Wort Go oder Lauf bedeutet. Und es muss erst verknüpft werden, dass das bedeutet, geht durch diesen Hub. So, wenn ihr mit einem schon ganz gut dabei seid, wenn der Hund das schön macht und verstanden hat, dass er immer das Ziel hat, da vorne beim Napf oder bei eurem Deckel oder was auch immer, das Futter dann zu nehmen. Dann könnt ihr auch mit zwei weitermachen. Das machen wir jetzt. Also platziert euch am Anfang so, dass der Hund auch so wenig wie möglich Fehler macht. Das heißt, in meinem Fall muss ich weiter nach vorne stehen, an den letzten Hub, sodass er an mir vorbeiläuft und eben beide Hubs dadurch nimmt. Und nicht vergessen, doppelreif liegen. Und guckt, soll zugucken dabei. So. Jetzt sagt ihr vor jedem Hub euer Wort. Das wieder so oft wie es geht, also nicht übertreiben pro Einheit, aber mehrmals wiederholen und auch wieder von beiden Seiten. Wir machen jetzt nochmal die Richtung. Also wie gesagt, vor jedem Hub einmal das Wort sagen, das ihr euch ausgesucht habt, und wenn der Kopf des Hundes beim letzten Hub durch ist, euer Belohnungswort, also fein, super, gut, was auch immer ihr euch raussucht, damit er zukünftig verknüpft, dass dieses Wort ist beendet, ist diese Runde sozusagen. Weil letztendlich wird es ja so sein, dass in einem richtigen Turnier dann sechs, sieben Hubs und dann noch eine Tonne und vielleicht noch ein Tunnel stehen. Und erst am Ende, wenn der ganze Parcours durchlaufen ist vom Hund, kommt dann nach dem letzten Hub euer Wort, also sagen wir mal super. Und dann weiß der Hund, ah, okay, jetzt ist beendet. Genau, das ist das Ziel. Auch von der anderen Seite noch. So, wenn das gut klappt, wenn man hier vorne steht, ja, sie ist immer hypermotiviert, wenn es um Hoppers geht, sie liebt es, man merkt es. Ihr kann das auch nicht schnell genug gehen, und man muss auch sagen, das ist natürlich sehr einfach jetzt gerade für sie, weil sie eigentlich schon gemerkt hat. Aber wir wollen ja, dass auch Anfänger wissen, wie, was man tun muss am Anfang. Ja, wir können hier nicht gleich mit Parcours loslegen. Genau. Wenn ihr also angefangen habt, hier am Anfang, dass alles gut klappt, dann könnt ihr euch mal einen Schritt weiter rüberstellen. Genauso auf der anderen Seite. Also einmal so. Und dann arbeitet ihr euch Stückchen für Stückchen immer weiter nach drüben und eben hier jetzt auch eben von hier immer weiter rüber, bis ihr letztendlich hier stehen könnt und euer Hund zuverlässig durch beide durchgeht. Übertreibt am Anfang nicht, weil es wird dem Hund sonst zu schnell gehen. Er muss echt erstmal mindestens mehrere Tage, wahrscheinlich sogar bisschen mehr als nur ein paar Tage, vielleicht auch Wochen, erstmal begreifen, was er machen muss. Also, dass er wirklich verknüpft, das Wort bedeutet geh durch den Hof. Also, go heißt geh durch den Hof. Und das wird nicht so einfach geschwind mal passieren, außer ihr habt einen hyperschlauen Hund. Also, bei ihr hat es schon, glaube ich,
mehrere Wochen gedauert, bis es richtig verstanden hatte, sogar Monate. Also wir haben jetzt auch da nicht täglich trainiert, also wir hatten vielleicht zweimal die Woche trainiert. Also man kann das natürlich auch öfter als zweimal die Woche machen. Aber genau, übertreibt auch nicht, weil dem Hund soll es ja auch Spaß machen und nicht langweilig werden. Genau, ich zeige euch jetzt noch, wie das aussieht, wenn es dann mal klappt. Also letztendlich könnt ihr dann hier hinten stehen, am letzten Hub, wenn der Hund das jetzt wirklich begriffen hat. Und ich mache jetzt auch nochmal Futter rein. So. Ach ja, ihr müsst dann auch, wenn der Hund mal begriffen hat, dass es hier hinten das Futter gibt, müsst ihr nicht immer dieses Schälchen da liegen haben, weil sonst gewöhnt er sich dran, dass er immer zu dem hin steuert. Also macht es wirklich nur am Anfang, um dem Hund zu helfen, und fangt dann ruhig auch schon an, den wegzulassen. Ich schmeiß den mal gerade weg. So. Und wenn ihr hier vorne an den Anfängen steht, könnt ihr ja auch ohne Probleme, ich zeige das jetzt noch einmal so, das Futter dann auch werfen. Also ihr müsst es nicht da irgendwo hinlegen, sondern ihr macht dann das so. Nicht sein, die hat jetzt nicht gesehen, wo das Futter hingeflogen ist und ist zum Napf gerannt. Akana! Ja. Genau, also im Normalfall tut ihr den Napf dann irgendwo hin, wo der Hund ihn nicht sieht, weil man hat ja schon gesehen, also der Hund hat schon verknüpft, ich muss zum Napf rennen. Deswegen macht das mit dem Napf wirklich nur am Anfang, sonst wird das zur Gewöhnung für ihn und dann funktioniert es nicht mehr. Okay, also nochmal, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht so nass läuft. Einfach in die Hand nehmen, vielleicht auch unauffällig, dass der Hund nicht sieht, weil sonst kommt er gleich zu euch, anstatt dass er durch den Hub geht. Lauf, super! Ja. Okay, also mein Hund ist es gewöhnt, dass das Spielzeug fliegt und nicht das Futter fliegt, weil da sind wir schon drüber hinaus. Sie hat es trotzdem gefunden. genau. Okay, also wenn ihr einen Hund habt, der Spielzeug mag, dann habt ihr bei dem gute Karten, weil letztendlich könnt ihr das Futter nie so weit werfen, dass also im Turnier dann, dass der, also in der Vorbereitung fürs Turnier, im Turnier dürft ihr eh gar nichts werfen, aber in der Vorbereitung für Turniere werden die Parcours so groß sein, dass ihr da das Futterstück nicht bis zum Ende werfen könnt. Also ihr braucht einen Hund, der auch Spielzeug gibt und der das als Belohnung sieht, wenn da was fliegt, und der es euch dann zurückbringt. Zumindest wäre es von Vorteil, wenn er euch das dann zurückbringt. Genau, weil das machen wir jetzt auch. Also anstatt dass jetzt Futter fliegt, das ist mir jetzt auch zu weit, um es zu werfen fürs Futter, werde ich jetzt das Spielzeug werfen, so wie es auch gewöhnt ist. Als Belohnung, sobald ihr Kopf durch den letzten Hub geht. Lauf, super! Machen wir es mal von der anderen Seite. Wie gesagt, hier wäre die einfache Version, wäre wieder hier zu stehen, und hier kann man auch noch ohne Probleme das Futter werfen. Je weiter ihr euch hier nach rüber arbeitet, desto schwieriger wird das Futter da noch richtig zu platzieren beim Werfen. Entweder ihr habt einen zweiten Helfer, der das Futter dann einfach wirft, der stellt sich da vorne irgendwo hin, oder ihr macht es eben dann mit Spielzeug, so wie ich jetzt, und belohnt damit. Lauf, lauf,
Also, so soll das dann aussehen und das wären dann auch die Anfänge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal, indem ihr die kleine Glocke aktiviert. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Da werde ich euch dann die weiteren Details zum Hoopers Training erklären, wie ihr weiter aufbauen könnt, was ihr für schwierigere Aufgaben dem Hund dadurch stellen könnt und auf was ihr noch achten müsst. Viel Spaß dann und bis zum nächsten Mal.